Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Staxel. Ups, Staxel, nicht Staxel. Wollte irgendwie gerade sagen, wir staxeln heute wieder. Guten Morgen, Schatz. Hallo meine Liebe. Haben wir die gestern gefüttert? Ich weiß gar nicht. Und wir haben eine Kiste. Oh ja, wir haben... Oh geil, wir haben das Rezept gekriegt. Wir können jetzt selbst... Was? Achso. Tierfutter. Geil. Wie machen wir Tierfutter? 5-mal Tierfutter. Speck. Hafer. Hafer haben wir. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und Milch auch. Wir haben nur keinen Speck. Wie kriegen wir Speck, bitte? Oh nein. Speck gibt's doch von... Oh oh. Oh oh. Ich glaube, Speck ist von... Das wird mir jetzt gar nicht gefallen. Ich bin... Oh, Speck. Ich meine... Ach so, den könnte man aber kaufen, oder? Aber der kostet ja 100. Ach so, aber das bringt 5-mal. Ach so. Ja, wisst ihr was? Wir haben 6.900. Wir werden jetzt einfach 4-mal Speck kaufen. Und können dann... Ich glaube, wir haben... Milch haben wir auf jeden Fall genug. Die Frage ist, wo ist unser Hafer? Hafer, 6 Stück. Alles klar. Dann würde ich sagen, können wir aus den 4 ganz gemütlich dann Tierfutter machen. Dann haben wir immer genug für Schatzi. So, meine Liebe. Hier, bitteschön. Wird natürlich gleich wieder gefuttert wie wild. Und unsere 2 Süßen, Hildegard einmal und Betsy, die werden auch begrüßt. Essen haben wir offensichtlich noch, auch gut. Bisschen Kudung. Und auch hier, da können wir uns was abholen bei den beiden. War da was? Nein, okay, das hat jetzt so ausgeschaut wie dumm. Dachte, ich habe hier was übersehen, aber offensichtlich nur ein brauner Fleck. Richtig, wir müssen können... Oh, jetzt habe ich kurz gedacht, Betsy läuft uns weg. Wir könnten mit Maximilian reden. 1 Tag, 2 Tage. Okay, da ist noch nichts, weil wir die Kisten ja jetzt haben. Ich glaube zwar nicht, dass es uns... Ja, sie ist so süß. Ich glaube zwar nicht, dass es uns irgendwas bringt, weil das, glaube ich, war mehr so scherzhaft, weil der hat ja gesagt, dass wir... Ach so, wir könnten auch kochen heute. So viele Sachen, so viel zu tun und eigentlich bauen wollte ich auch... Oh, die Kleine kommt sogar ins Haus mit. So, was wollte ich jetzt hier... Was wollte ich jetzt? Schatzi? Hör auf, das macht mir Angst. Ach ja, das wollte ich, genau. Ich wollte schauen, das habe ich ja irgendwann gesagt. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher, ob es da nicht doch irgendwas im Herbst gab. Wenn wir es einfach kurz schauen. Herbst. Sommer und Herbst. Dauert jetzt kurz, aber... Ich sollte das irgendwann mal... Das könnte ich auch ohne euch machen. Winter. 5 Tage. Eine Rübe. Na, schaut euch das an. Wusste ich doch, dass das was bringen könnte. So, die, glaube ich, waren es nicht. Oh, doch. 7 Tage alle Jahreszeiten. Super. Dann die behalten wir natürlich dann auch. So, dann haben wir noch den Mais. Okay, der ist nur Herbst. Zuckerrüben. Winter. Ach so, und jetzt haben wir hier keinen Platz mehr. Das ist okay, dann müssen wir... Das können wir dann weglegen. Cool. Auch im Winter. Super. Dann würde ich mal sagen... Ach so, wir könnten auch die gemischte Saat... Können wir, glaube ich, auch dann, oder? Ja, das können wir zumindest auch probieren. Dann wisst ihr was, dann werden wir die auch noch machen... Aber dann machen wir es nämlich so. Dann tun wir das hier runter. Oder hier weg zumindest einmal. Das kommt hier hin. Das hier.
Und das räumen wir jetzt noch schnell weg und dann gehen wir raus. Tatsächlich doch wieder Hofarbeit ein bisschen. Dachte zwar kurz, im Winter gibt es keine, aber wenn es hier doch glatt was zum Anbauen gibt, dann werden wir doch anbauen, natürlich. So, vielleicht brauchen wir das. Da könnten wir eigentlich auch Samen machen, wenn wir schon wissen, was wir jetzt machen, anpflanzen können. So. Wie schaut es denn hier aus? Da ist ein bisschen zugewachsen, habe ich so das Gefühl. Schaufel oder Hacke um das Graben? Ach so, ich bin ja auch ein Ei. Ja, mit der Sense wird das halt nichts. So, das sind die hier. Wir machen hier nur ein bisschen hübscher wieder. Ist das ungefähr? Ja, so ungefähr Pi mal Daumen passt das. So, dann machen wir mal. Und den Weg hier draußen könnten wir jetzt eigentlich auch mal angehen, endlich. Von dem rede ich ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, wir müssten sogar noch was haben davon. Also insgesamt vom Weg. Und dadurch, dass es regnet, bewässert sich das natürlich gleich. So, wie viel haben wir jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja gut, machen wir mal 12. Und ich habe ja gesagt, 3 lasse ich frei diesmal. Dann machen wir das mal. Oh, okay, das war's schon. Dann wisst ihr was, dann wollte ich zwar jetzt eine ganze Menge mit euch machen. Also ich will urviel mit euch machen, aber dann werden wir das jetzt tatsächlich zuerst machen und den, ich erinnere mich, können wir selbst machen. Gibt mir Sand. Und wir gehen jetzt ganz schnell nochmal kurz prüfen. Aber ich glaube, das war drüben bei Elisa, Alisa. Und zwar gibt mir den, nein, der war eh hier. Pflasterstein, Rohstein und Sand, genau. Dann gehen wir ganz schnell zu Alisa rübergehüpft. Worlens, oh, gib mir den. Worlen muss, oh, da ist noch einer. Worlen muss noch ein bisschen, damit ich es endlich rausbringe, den ganzen Satz. Jetzt unterbreche ich mich selber schon zum dritten Mal. Worlen muss leider noch ein bisschen warten, aber nicht mehr ewig. Das Museum steht definitiv auf meiner Liste, gemeinsam mit dem Haus. Das ist eins von den Dingen, die ich halt machen wollte. Oder anfangen wollte jetzt als nächstes. Weil jetzt haben wir ja den Fischersteg. Jetzt kann Alisa, nein, nicht Alisa, jetzt kann Ria fischen gehen endlich. So, machen wir einfach, was da geht. Jetzt ist dann eh der Stein weg. So. Gut so. Wobei, wir können ja ganz kurz mit Alisa reden vielleicht. Achso, okay. Sie will nur, dass wir was einkaufen. Aber ich glaube, wir können ja kurz, wenn sie uns schon erinnert, schauen. Aber ich glaube, wir brauchen gerade wirklich gar nichts davon, oder? Teppich. Eventuell Zäune. Oh, eine Hecke wäre auch was Schönes. Aber ich glaube, wir brauchen hier erstmal nicht. Oh, meine Maus spackt wiederum ein bisschen. Okay. Dann haben wir den Weg. Dann probieren wir mal, wie weit wir damit kommen. Das heißt, wir brauchen auch eine Schaufel wieder, um den falschen Weg. Das kann einmal weg. Ach so, das kann aber eigentlich, wisst ihr was, dann lassen wir das da oben. Das machen wir so, die brauchen wir jetzt nicht und das räumen wir nachher weg. Da werden jetzt eh noch ein paar andere Blöcke kommen. Und dann machen wir jetzt hier unser Grundstück, fangen wir jetzt hier weiter an umzubauen, so wie es gehört dann am Ende des Tages. Damit das ein bisschen hübscher wird natürlich. So. Ich muss nur jetzt echt aufpassen, wenn ich da jetzt das Falsche abbaue, dann haben wir unsere schönen Samen verloren, glaube ich. Deswegen gut aufpassen.
So, hier rüber, dann geht's hier entlang. Ich hoffe, dass das sich mit dem Weg ausgeht, wenn wir dann eh sehen. Also da werden wir echt eine ganze Menge Weg für unseren Hof brauchen. Dagegen war ja der Weg zum Angelplatz geradezu richtig wenig. So, dann sammeln wir es mal alles ein, was jetzt hier rausgekommen ist. Eine ganze Menge. Und jetzt geht's hier an diesen Weg. Den führen wir hier außen rum. Und dann natürlich auch rund ums Beet noch. Wobei ich mir ja eigentlich überlegt hätte, dass ich vielleicht fände ich's, ich fände es ultra hübsch, wenn da irgendwie so ein bisschen ein Zaun drumrum wäre. Aber ich glaube, dass der tatsächlich ultra unpraktisch dafür ist. Beim Gießen. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mir sagen, was ihr meint? Sollen wir da irgendwie einen Zaun dann noch machen? Und wenn ja, machen wir den dann hier in den Weg? Das ist halt jetzt ein bisschen doof hier. Da bräuchte es, glaube ich, noch eins extra dann. Dann müsste der Weg 3 breit sein. Oder... Genau, das sind verschiedene Varianten. Entweder wir machen ihn 3 breit für den Zaun noch, einen dritten. Und versetzen quasi das dann, wenn das mal im Frühling, dann wenn das gewachsen ist, um 1. Genau, oder lassen wir es so, wie es jetzt ist, nur mit einem Weg drumherum. Werden wir eh gleich sehen, wie ich das meine. Aber ich glaube, ihr könnt es euch eh gut vorstellen. So schwer ist das jetzt nicht. Und zwar, genau, weil jetzt haben wir gesagt 3. Das heißt, jetzt nehme ich hier die 3, nehmen wir jetzt da weg. Und da kommt jetzt ein Weg hier. Ist zwar jetzt eine ganze Menge Weg, das wir damit brauchen. Aber ich glaube, dass das am Ende schön ausschaut, werden wir gleich wissen. Ich mache jetzt hier mal dafür nur 2. Ja, ich mache hier jetzt mal nur 2. So. Komm her, gib mir das alles. Ich weiß zwar noch nicht, was wir mit diesen 5 Millionen Erdblöcken jetzt dann machen wollen. Aber da können wir ja dann schauen, vielleicht findet man da ein Rezept, was Erde braucht. Ich glaube, da gab es irgendwas, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht können wir damit Geld machen oder wir können was anderes machen, was wir sogar brauchen können. Müssen wir dann schauen. So, und der letzte. So, ungefähr so. Das heißt, das wäre die eine Variante oder eben so wie das, nur mit wirklich rundherum eingezäunt einfach das Ganze. Das sind so die Optionen. Und dann können wir echt mal schauen, ob wir vielleicht doch müssen wir wieder Stein holen gehen, wenn wir jetzt da so weitermachen und das so weiter verbrauchen. Wobei wir werden ohne Ende eigentlich noch Stein brauchen. Da bin ich eh neugierig, wie wir das machen wollen. Wo wir den dann herkriegen. Vielleicht gehen wir da mit einer Expedition, machen wir da vielleicht und gehen zum großen Gebirge, das wir ja haben. Wo ist denn das? Ria ist wieder angeln, schön. Da hinten, das da, dass wir da mal einen Besuch abgehen und hier ein bisschen und dort ein bisschen abtragen, richtig schön. Oder wir gehen in unsere kleine Mini-Höhle. Oder wir sammeln einfach die Steinbrocken auf der Insel, also das, die Steinhaufen, die wir schon besichtigt haben vor ein paar Folgen, die könnten wir natürlich auch einfach mal abholen gehen jetzt. Oder wir verzichten drauf und kaufen es einfach. Aber das fände ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre schöner, wenn wir das selbst machen. So, wir können ja ein bisschen, kann ich ja schon mal anfangen. Aber ja, wie gesagt, sagt mir, was ihr meint. Wie sollen wir das machen? So, jetzt ist aber eh nicht mehr ewig Zeit. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir noch den Dungeon anschauen. Vielleicht schauen wir den morgen an. Vielleicht gibt es dort auch Stein. Man weiß ja nicht. Und die Mine wäre ja eigentlich dafür das Beste. Eigentlich müssten wir diese dumme Mine. Vielleicht machen wir doch. Nein, wisst ihr was? Vielleicht machen wir echt morgen nochmal eine Erkundungstour. Das würde ja mit allem zusammenpassen. Das heißt, morgen gehen wir nochmal auf Erkundungstour, die Mine suchen. Und dabei ins Gebirge da nach oben.
Ich glaube ja, dass das der einzige Ort ist, wo wir wirklich noch gar nicht waren, so richtig da ganz oben in der Gegend. Vielleicht finden wir dort die Mine und sonst können wir dort immer noch Stein mitnehmen unterwegs, beziehungsweise wir können ja, genauso wie hier jetzt, ist nicht viel, aber wir können so ja alles, was wir an Stein finden, mitnehmen. Und das können wir dann für Wege verwenden. Da werden wir eben ganz viel brauchen. Außerdem brauchen wir, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und zwar, wie ich mir das vorstelle, wir haben ja jetzt bei unserem Haus unten, so unten einen, ja, auf der untersten Ebene, diesen Stein. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt, aber da haben wir so einen Stein und dann erst die Holzwand und das ist ja bei den anderen Häusern auch so. Und ich würde das eigentlich gern sowohl fürs Museum als auch für die Bäckerei dann so haben. Was aber natürlich bedeutet, wir brauchen auch für das dann wieder Stein. Ich glaube, der hat sogar Stein und Erde gebraucht. Können wir ganz kurz mal hier reinschauen. Brauner Ziegelblock, den könnten wir natürlich auch machen mit dem Erdblöcken, das wäre auch super. Aber ich glaube, wir haben damals... Der da, großer Ziegelblock, war das der? Genau, ich glaube, der war das mit Rohstein. Ups, da habe ich jetzt glaube ich eins zu viel, oder? Nein, hat eh gepasst. Außerdem schauen die Blöcke, wenn sie da so alleine rumliegen in der Landschaft, ja eh nicht so ultra hübsch aus. Also eigentlich verschönern wir jetzt hier ja nur alles. Hoffen wir es mal. Weil ich glaube tatsächlich, wenn wir diese Mine finden, die wir ja nicht kennen, noch nicht... Ich kann mir gut vorstellen, dass man da gut Stein abbauen könnte. Zumindest wäre das irgendwie logisch in einer Mine. Aber vielleicht stelle ich sie mir auch komplett falsch vor. Kann auch gut möglich. Kann auch sein. So, wo haben wir denn da noch ein Steinhäuflein? Da haben wir auf jeden Fall den Strand. Aber ich glaube, Sand haben wir noch genug. So, jetzt wird nur schon dunkel und ich würde gern versuchen, direkt nach Hause zu laufen. So, wir können ja schon mal aufladen unterwegs im Laufen. Komm. Okay, vielleicht ein bisschen zu früh. Macht nichts. So. Geht das jetzt? Alles? Okay, das war vielleicht nicht die beste Idee. Hoppala. Ja, okay, zugegeben, das schaut jetzt nicht wirklich hübscher aus als der Steinhaufen. Vielleicht lasse ich das mit der Spitzhacke aufladen. Oh, das sind so viele. Wir werden nie rechtzeitig heimkommen. Gib mir alles. Habe ich eh nichts vergessen? Nein, nichts vergessen. Alles da. Oh, das ist ein Fetter. Oh, das ist ein Fetter. Wieso macht der jetzt schon wieder? Der soll nicht nach unten. Wie kann ich das steuern? Ich will das steuern, dass der nicht nach unten macht. Der soll die ganze Ebene hier. Macht er das jetzt? Oh ja, jetzt so hat er es jetzt gerade gemacht. Ich weiß aber nicht warum. Also ich habe es jetzt geschafft, aber ich weiß nicht warum. Auch gut. Okay. Gut so. Klappt. Und ich fürchte mich schon, wir werden sicher gleich müde. So, alles einsammeln. Da ist auch noch was. Und eine Schicht noch. Braucht natürlich wieder ewig, bis das weg ist. Macht aber nichts. Wir haben ja Zeit eigentlich. Wir haben ja eigentlich überhaupt keinen Stress. Außer, dass wir müde werden. Aber ich meine damit... Selbst damit haben wir keinen Stress, dann vergeht halt wieder ein Tag. So, ich glaube, unser Hof ist in die Richtung. Wir können mal kurz schauen, wo waren wir denn jetzt? Wir waren jetzt an dem Ende ungefähr, noch nicht ganz bei dem Wald. Und wir können ja mal kurz hier schauen, ob wir hier
irgendwas sehen, was so ähnlich wie eine Mineneingang oder wie ein Loch aussieht. Schaut aber nicht so aus. Und morgen könnten wir dann hier mal so vielleicht schauen, in der Gegend. Und so könnten wir uns quasi entlang kämpfen, durchkämpfen durch die Gegend und schauen, dass wir alles finden. Okay, dann lassen wir den jetzt und schauen wir mal, ob wir es noch schaffen. Im direkten, hoffentlich, glaube ich, ein direkter Weg. Und, jawohl, zwei Felder hoch. Alles kein Problem. Oh, verdammt. Alles kein Problem, sagte er und hüpft in den Baum. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Ja, komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Schatzi schläft schon und bam. Yes. Voll geil. Geschafft. Oh. Haben wir jetzt... Ja, wir haben den dritten. Das heißt... Okay, das heißt, wir können ihn nur noch heute erkunden gehen. Oh nein, doch nicht. Oh, verdammt, heute ist schon der Tag. Ich wollte gerade sagen, wir können ihn nur noch heute, weil morgen ist Event, aber heute... Hört sie das? What the fuck? Oh, da hätten wir auch noch welchen gehabt. Großartig. Gut, aber bevor wir jetzt das Event anschauen, werden wir jetzt ein paar Dinge natürlich erledigen. Und zwar, wir geben natürlich das ganze Zeug... Oh, die Musik macht mich fertig schon wieder. Das sind jetzt irgendwie ganz viel, zwei verschiedene Musik. Musiks. Musiks. Zwei Musiks. Zwei verschiedene Musikstücke miteinander gleichzeitig. Das irgendwie nicht gut passt. Mit dem Sound haben sie echt, der war in den ersten Folgen viel besser bis zu den Updates, oder? Oder bilde ich mir das ein? Aber das... War doch sicher früher nie so. Ganz am Anfang. Was haben wir jetzt schon wieder gekauft? Ah ja, den Speck. Richtig. Den Speck. Den legen wir aber ganz schnell hier in die Küche derweil, weil den brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber ich bin sicher, Schatzi hat wieder alles aufgefressen. Gießkanne müssten wir noch haben. Hallo, kleine Maus. So, die beiden haben auch ordentlich gefuttert. Oh, und wir können auch wieder Honig und da fehlt eigentlich auch was. Aber, ja okay, nur noch eins von vier, dann werden wir da tatsächlich die andere auch brauchen. Okay, Schatzi hat noch was drinnen. Ich versuche mir ein bisschen zu beeilen, damit das hier klappt. Und wir könnten ja wieder neue leere Gläser mal bestellen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, wir haben nicht mehr viele. Leeres Glas. Und zwar, wir hätten gerne davon mal 20 Stück jetzt bestellen. 20 mal leeres Glas. Die Lieferung wird morgen ankommen. Sehr schön. So, dann. Auf geht's zu. Eigentlich hätten wir sie Helma und Luise nennen müssen. Aber gut, jetzt ist es Hildegard und Betsy. Passt schon. Können wir das eigentlich jetzt auch schon? Nein. Verdammt, schade. Dann halt morgen. So, das werden wir brauchen, das werden wir brauchen und das werden wir brauchen. Gerade rechtzeitig mit den Gläsern. Weil heute müsste eine fertig sein und morgen ist ja dann auch, glaube ich, eine fertig. So, welcher ist heute fertig? Der ist morgen fertig, der ist heute fertig. So. Sehr schön. Oh, und nochmal Schnee mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber vielleicht... Oh, wir könnten die Schneebälle mitnehmen. Vielleicht gibt es eine Schneeballschlacht oder irgend sowas. Könnte ja sein, wenn es so ein Event gibt. Und vielleicht müssen wir auch wieder... Oh, da ist noch was. Vielleicht ist ja auch irgendwie da was, was wir sammeln müssen, machen müssen. Aufgaben. So wie das letzte Mal mit den... Mit den Glühwürmchen, glaube ich, waren es, oder? Es waren, glaube ich, Glühwürmchen. Oh, und Gießen nicht vergessen, hätte ich jetzt fast. Und das kann man verkaufen. Da holen wir uns den Rest. Und das legen wir mal weg. Wo habe ich den jetzt hin? Da, gib mir die wieder. Der kommt hier hin. Hier hin. Die verkaufen wir und das war's. Ja, das war's.
dann nochmal was zum Verkaufen. Dann ganz schnell durchwässern hier unsere Felder. Oder? Oh, man muss nicht im Winter nicht gießen. Oh, geil. Geil, 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 geil. So, dann schauen wir mal, was es im Dorf gibt. Haben wir einen Weihnachtsbaum? Wir haben auf jeden Fall Weihnachtsdeko, sehe ich da schon. Alisa! Hab wohl wieder einen Schraubenschlüssel verloren. Sag Bescheid, wenn du einen findest, ja? Alles klar. Oh, okay, abbauen wollte ich natürlich nicht. Hübsch ist es. Wen haben wir hier? Karen. Anscheinend sind nicht viele Leute hier. Sie sind wahrscheinlich alle auf dem Schneestaub-Jahrmarkt. Die Hauptveranstaltung findet auf dem Festivalplatz statt. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn du noch etwas mehr Zeit mit mir verbringen willst. Oh, Karen. Du Schlimme, du. Wenn du nach dem Schneestaub-Jahrmarkt suchst, er findet drüben auf dem Festivalplatz statt. Aber ansonsten können wir aber auch noch gerne etwas Zeit miteinander verbringen. Ja, die baggert uns doch sowas von an, die Liebe. Aber da kommen wir später noch drauf zurück, selbstverständlich. Gut, aber dann Schneestaub-Jahrmarkt. Ich weiß, hier wird das sein, genau, das ist offensichtlich das Festivalgelände. Was haben wir denn da? Schauen wir mal hier rein. Okay, gar nichts. Das ist irgendwie so ein japanisches irgendwas. Da haben wir Wallen. Was macht Wallen hier? Okay, Wallen ist wieder englisch unterwegs. Ah, but it is hard to find ways to occupy my time. Also der hat Schwierigkeiten, Beschäftigung zu finden. I do hope things are progressing well with the museum. Und er hofft, dass im Museum was weitergeht. I find myself particularly looking forward to the insect wing. Ja, er freut sich besonders auf Insekten. Auf das... Oh! Takoyaki gibt's hier. Unkantierter Apfel. Geil. Rosmarie, was sagst du? Hallo. Brauchst du was von mir? Darf ich deine Farm ab und zu besuchen? Ich würde gern mit den Tieren spielen, also nur wenn das okay ist. Okay, Rosmarie sagt lustigerweise nichts zu dem Event. Auch gut. So, wen haben wir noch? Da haben wir noch... Der ist jemand Neues, die kennen wir noch nicht. Und da haben wir überall jetzt nur dasselbe, oder? Ja, das sind überall die kantierten Äpfel und das Takoyaki. So, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall haben wir hier... Wen haben wir da? Amy. Hallo Amy. Ah, so ist es auch nur eine vergängliche Freude, sich in der Gegenwart von jemandem wie dir sonnen zu dürfen. Schon, oder? Wie der flüchtige Atem, der zwischen deinen vom Frost geküssten Lippen hinausströmt. Oh, jetzt wird's hier ja richtig kitschig. Sichtbar nur einen Moment, hinfort im nächsten. Ja, ja, genau. Punkti, 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 sage ich auch. Was denkst du? Habe ich dein Herz gewonnen? Bist du verzaubert? Die Poesie liegt mir nicht so. Entschuldige. Ach so, sie hat aufgehört zu poesieren. Ups. Warte. Darum bist du aber nicht hier, nicht wahr? Oh, der Jahrmarkt. Genau, der Jahrmarkt. Gab es etwas Bestimmtes? Was ist das? Wir können uns nur für wenige Momente im Jahr in die Welt hinauswagen. Wollen, geh weg! So nutzen wir diese flüchtigen Zeiträume, um zu reisen. Die Hoffnung ruht in unseren Herzen, dass die Feierlichkeiten deinem verarmten Dorf Freude bereiten werden. Was heißt verarmtes Dorf? Unser Dorf ist überhaupt nicht verarmt. Die macht sich jetzt aber schon schwer unbeliebt gerade. Vielleicht werden eines Tages andere unsere Heimat mit einem Besuch beehren. Oh ja, das wäre lustig. Oh, geil, wir sollen angeln. Wirf deine Angel in den Gewässern rund um... Plups.
Rosmarie ist geil. Schubst sie einfach mal so runter. Und die Kamera will nach oben. Rund um den Schrein aus und vielleicht wird das Glück dir hold sein. Goldene Schneestaubkois sind besonders interessant. Oh, geil, wir gehen jetzt hier angeln natürlich. Achso, wir sollten vielleicht noch weiterreden. Es bietet sich mir nicht häufig die Gelegenheit, mich in die Welt hinauszuwagen. Nur für eine Saison in jedem Jahr wird mir dieses seltene Glück zuteil. Wäre es inmitten der heißen Sommertage, so gäbe es kein glückliches End. Gab es etwas Bestimmtes? Ich möchte mir etwas wünschen. Einen Wunsch. Dann ist eine Spende erwünscht. 3 Schneestaubkois sollten ausreichen. Okay, alles klar. Mich trifft keinerlei Schuld, solltest du auf dem Eis den Halt unter deinen Füßen verlieren. Also, wenn wir ausrutschen, ist sie nicht schuld. Das ist okay. Kann man hier rutschen? Nein. Und ist hier sonst noch was, bevor wir jetzt hier losangeln, wie blöder? Schaut aber nicht so aus. Dann, los geht's. Oh, jetzt ist dieses Klickerspiel wieder, wo ich versage. So, 3, 4, nein, fuck, 3, achso, beides, oh fuck. 1 und 3, 2, 4 und 1, oh mein Gott, das ist jetzt schwieriger. Oh mein Gott, nein. Und, hab ich's geschafft? Nein, nein. Nein, ist das schwer? Ist das schwer, dieses Doppeldrücken? Okay, Moment, ich muss jetzt... Achso, doch, ja. Ich werfe jetzt aus. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ich mache das jetzt mit 2 Händen. Ich cheate jetzt mich voran, eigentlich. Ich hoffe, ich komme jetzt im Kopf nicht durcheinander mit 1, 5, 4, 3, 9, 88. So, 2, nein, 3, 1, 4, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 4, 4, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 2, 2, yes! Ich erangel uns diesen, es ist ultra mühsam. Ich erangel uns das, wir wollen wissen, wir haben Wünsche, wir haben ganz viele Wünsche. Oh, und ich sehe schon mein Leben, heute wird, achso, ist eh der zweite Tag, ich wollte gerade sagen, heute wird nur ein Einzeltag. 1 und 2, 4, 1, 1 und 2, 4, 1 und 2, 1 und 4, 3, 1, 2 und 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2 und 4, yes! Okay, so geht's. Wenn man sich beeilt, konzentriert und macht, dann geht's. Ich habe mir das natürlich wieder nicht gemerkt, war eh klar, wie viel sie wollte. Aber ich glaube 3, oder? Ich glaube 3 wollte sie. Nur damit wir das gleich mal ausprobieren. 2, 3 und 1, 2, 2, 2, 4, 4, nein, 4, nein, 4 und 2, 1, 3, 2 und 1, 3, nein, 2, 2, nein. 1 und 2, 4 und 2, 3, 3, komm, nimm die! Ich hab gedrückt, ich schwör's. Ich hab. Oh, hoppala. Ich schwör's, ich hab gedrückt. Das dumme Spiel hat's noch nicht genommen. So schaut's aus. Ich bin mir sicher, ja. Ich hab alles richtig gemacht. 4, 1, 4, 2. Es kommt davon, wenn ich rede mit euch. Ups. Kaum rede ich mit euch, mache ich was falsch. Ich meine. Nicht, dass ihr ja schuld dran seid. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wobei, stimmt natürlich nicht. Jetzt habe ich es ja auch geschafft. So. Dann probieren wir es mal. Schauen wir mal, was uns die liebe Amy, die jetzt wieder raufgekrochen ist. So, das kennen wir schon. Was sie uns denn für Wünsche erfüllt. Ich möchte mir etwas wünschen. Spende, ja. Genau, 3 waren's. Bitte sehr. Die Spende aus deiner holden Hand empfange ich mit größter Demut. Nun lasst uns sehen, was an diesem Tage erscheinen möge. Geil. Eine gelbe Laterne zum Aufstellen. Zur Info, wir bieten keine Erstattung an. Okay, dann probieren wir das gleich nochmal. Vielleicht kriegen wir ja noch was anderes. Ich glaube, beim Halloween-Event haben wir auch verschiedene Sachen gekriegt. Und ich werde das schon noch aushalten, 3-mal dieses Drückespielchen zu ertragen, sagen wir es mal so, wie es ist.
Falls ich es überhaupt... Ja doch, jetzt müsste ich aber schon noch ausgehen. Ich hoffe, es ist euch jetzt nicht zu langweilig dabei. Wobei es, glaube ich, eh lustig ist, mir beim Versagen zuzuschauen. Zumindest kann, würde ich mir, glaube ich, Spaß haben, wenn ich mir selbst beim Versagen zuschaue. So gesehen kann ich mich selbst schon auf meine eigene Folge freuen. Da kann ich dann facepalmen, wie ich versage. Großartig, oder? Wobei, eigentlich jetzt mal so direkt und ehrlich, so schlecht, weiß ich ja nicht. Wie seid ihr unterwegs gewesen? Weil eigentlich, ich glaube nicht, dass ich... Oh, verdammt. Außer, ich bin irgendwie... Manchmal bin ich irgendwie dann nicht mehr drinnen und dann geht's nicht. Aber sonst, glaube ich, bin ich ja gar nicht so schlecht. So viele Fehler mache ich jetzt irgendwie gefühlt nicht. Und den Erfolg hatten wir, glaube ich, das letzte Mal eigentlich schon. Und da ist Live da vorne, sehe ich ganz genau. Wir sollten mit Live noch reden. 1 und 3, 4 und 1, 2 und 3. Und es hilft mir tatsächlich manchmal irgendwie, wenn ich die Zahlen sage, um mich besser zu konzentrieren irgendwie. Und Cecile ist auch jetzt da vorne. So, wie viele haben wir jetzt? 3. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ups. Ja, das kennen wir schon. Da ist wieder Wollen im Weg. Wollen, geh weg. Ja, kennen wir. Wir wünschen uns wieder was. Bitte sehr. Oh, eine rote Laterne. Okay, vielleicht gibt's, ist heute Tag der Laternen. Können ja mal kurz mit Ria plaudern, was sie sagt. Mia. Okay, beenden ihre Katzen. Nein, nur manchmal. Mia redet nur dasselbe. Dann hatten wir... Oh, da haben wir Maximilian und Leif. Ja, Maximilian, redest du mit uns? Oh. Einer von diesem Kaktusvolk aus den wärmeren Gebieten. Das hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Was? Angeblich versucht die Opposition mehr Anhänger zu gewinnen. Nicht mit mir. Luftschiffe sind extrem vorteilhaft für die Wirtschaft unserer Insel. Die erforderlichen Verkehrsregeln bereiten jedoch nichts als Kopfschmerzen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich Korrekturen vornehmen muss. Erst letzte Woche wurden mir einige Dachziegel von meinem Dach geschabt. Okay, das kennen wir schon von Rosemary. Da war noch Live. Was sagt Live? Es ist so schön, keine lauten Leute in der Stadt zu haben. Ich kann auf der Wiese liegen und ein Buch lesen, ohne gestört zu werden. Das ist richtig. Wobei ich ja ein durchaus, ich mag die Stadt. So ist ja nicht. Ich nehme mal an, ihr wisst es schon. Die Mai, glaube ich, nehme ich mal an. Ich komme ja aus Wien und die ist ja nicht die kleinste Stadt. Aber bin eben schon immer hier und ich mag meine Stadt. Wobei ich glaube, das sagt auch jeder, oder? Oder viele, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Es gibt auch die, die dann schimpfen auf ihre Stadt. Weiß nicht. Ich mag meine Stadt. Habe ich mich geoutet. Quasi. Als Wien-Möger. So, dann schauen wir mal, ob sich nochmal 3 ausgehen. Sonst, glaube ich, brauchen wir die für morgen eh auch wieder. Vielleicht schlafen wir dann gleich hier. Wobei, nein. Ich überlege nur, ob wir jetzt dann überhaupt fertig werden. Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich eh nicht mehr zurück. Rechtzeitig. Gib mir den Fisch noch. So, und da war irgendwas mit, da glaube ich, dass es spät wird dann, meine Lieben. Wir haben den 4. Dementsprechend mal schauen, was wir heute dann später in der nächsten Folge damit, was wir dann machen. Ich denke, wir werden weiter auf diesem Event rumgammeln.
Einfach noch mehr Fische fangen vielleicht, schauen, ob es noch andere Sachen gibt oder ob noch sich was passiert in den nächsten Tagen. Wir haben ja immerhin 3, 4, 5, 6 und 7. Und falls es tatsächlich nichts gibt, dann denke ich, werden wir weitermachen, wo wir aufgehört haben. Steine sammeln, Wege bauen und ja, Mine suchen. Eventuell Dungeon anschauen. Häuser bauen haben wir auch weiter vor. Bäckerei quasi. Also eigentlich Emilys Haus und das Museum irgendwie so gleichzeitig. Ich glaube, das könnte klappen, dass wir die so parallel bauen und weiter unsere Winterfrüchte, falls wir es müssen, bewässern natürlich und unsere Tierchen uns um die kümmern. Und wenn wir genug Geld haben, natürlich Schweine, Hühner auch noch und dann einen zweiten Hühnerstall oder einen Schweinestall bauen. Also urviele Sachen zu tun, aber nicht mehr heute. Für heute war's das. Wie immer hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit mir gemeinsam, dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen und wenn ja, wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.